Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur Fata Morgana-Ausgabe. Wie er immer diese schlechten Titel rausholt, ne? Ich weiß nicht, wo er die her hat, aber... Was? Ey, ich war ganz... Ey, im Titel steht Halluzinationen featuring Dila. Okay. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man mit dir immer Halluzinationen hat. Nicht? Ja, vielleicht. Weiß man's, Leute? Ihr halluziniert auf jeden Fall nicht. Dina ist wieder hier, hallo! Schon wieder, hallo! Yay. Ich glaube, die können langsam mich nicht mehr sehen. Habt ihr langsam keine Lust mehr auf Dina? Mm. Ganz viel in die Kommentare bitte, dass ich weggehen soll. Monka Gun, Leute, wenn ihr was falsch sagt. Wow. Ja, ich habe euch gesagt, ab März geht's wieder ganz normal in Wolf vs. Friends. Das heißt, ab nächste Woche Samstag, heute habe ich ja euch letzte Woche versprochen, dass wir nochmal eine kleine Überbrückung haben. Und das ist der Tavern Brawl der Halluzinationen tatsächlich. Und da wollen wir ein kleines Best of Three für euch reinwerfen. Wie gut bist du im Discovern? Eigentlich richtig gut, weil RNG ist in meinen Händen und so, weißt du? Auch wenn es das bei Jock eher nicht so ist. Wie kommst du da drauf? Der war voll auf deiner Seite das letzte Mal, wo wir den Jock-Brawl gemacht haben. Das stimmt, ja. Und warum überhaupt? Ich meine, du hast nie Glück. Ich habe immer Glück. Warum? Ja. So viel dazu. Aber beißt sich das vielleicht? So wie Minus Plus ist, wenn dein Glück auf mein kein Glück trifft, dann... Haben wir beide kein Glück. Genau. Gut. Weil das... Minus ergibt. Richtig, so. Das wollte ich sagen. Das sind perfekte Voraussetzungen. Genau. Scheiße, ey. Ah, sieht super aus. So, dann wollen wir mal loslegen. Das ganze Deck ist random. Es ist nicht jede Karte im Deck Halluzination. Man hat ein paar Klassenkarten tatsächlich. Und ich habe auch dementsprechend eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, was ich spielen möchte. Deswegen spiele ich was untypisch für mich ist, damit ich die Dina ein bisschen überrasche. Als ob du mich noch überraschen kannst. Gut. Ja, gut. LOL! Ach komm, ehrlich? Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt? Ja, so viel dazu, wer hier wen überraschen kann. Ja, so viel dazu. Ich sehe gerade, ich habe noch den falschen Screen drin gehabt. Jetzt ist es richtig. Ich starte auch mit richtig viel Halluzinationen. Dann? Man startet sogar mit 3 Mana, PogChamp. Ja, damit man wenigstens irgendwas tun kann am Anfang. So, jetzt geht's los, wow. Leute. Ihr wisst ja, wenn man gegen mich discovert, bin ich immer richtig im Arsch. Und es geht los. Ich spiele schon mehr, als ich auf der Hand habe. What? Da ist anscheinend auch noch was anderes im Deck als nur Hallucination. Warum hast du auch noch die Synergy mit dem Beast, ey? Ich glaube, es hackt. War jetzt nicht so schwer, wenn ich was von meinem Opponents Class kriege, dass ich da ein Beast rausbekomme. Ja, okay. Interessant. Okay. Ja. Ja, das ist natürlich echt blöd. What the fuck? 4 Mana, 6-6. Alles klar. Wenn das jetzt natürlich Trap ist, ne, bei dir. Ey, das kannst du halt... Ne? Lass es lieber sein. Holy shit, ey. Ich nehme mal an, wir werden exakt dieselben Karten dann haben, oder? Okay. Ja, das finde ich gut. Tut uns jetzt sehr leid, dass wir ausgerechnet Hunter gegen Hunter spielen. Das war nicht abgesprochen. Wir sprechen uns wirklich nicht. Oh Gott. Das ist richtig komisch. Boah. Okay, nehmen wir das. So viel zu, er will mich überraschen. Mirror Match. Oh Gott. Ach scheiße, das ist ja viel zu teuer. Na dann. Das ist gerade erledigt.
Aha. Okay. Wie kriege ich den Boy da weg? Ja, der gefällt mir da. Gefällt mir überhaupt nicht. Oh, das Gift ist nett. Secret Army. Schon wieder nicht. Damit kann ich leben. Hm. Ich nicht. Alles klar. Und das waren die Secrets weg. Boah. Was belastet dich denn da jetzt? Alles. Okay, das kann ja nur heißen, dass alles. Du Grievous Bite hast, oder? Den lässt du doch nicht liegen. Irgendwas führt sie im Schilde. Oh, die sind alle gut. Oh, wow. Mhm. Also sonst hört man immer so, die sind alle scheiße, aber ne, die sind alle gut. Wirklich alle gut. Aha. Now. So, jetzt kommt noch Grievous Bite. Oh. Right between the eyes. Ist das wert, war? Ich weiß es nicht. Das hat 6 Damage ins Face hier bekommen. Ja. Ich hatte auch ein bisschen die Hoffnung, dass es auf den 2-3er geht. Okay, alles gut oder alles schlecht? Gib oh dir Gott. Das. What? Ernst? Das kriegst du aus der Hallucination? Ja, das heißt... Ja. Ja. Ach du Scheiße. Aber es bringt dir gar nicht so viel. Nee. Aber er ist jetzt erstmal da. Er ist erstmal da. Er ist erstmal da. Aber weißt du, was noch viel witziger ist? Das hier. Ist das dein fucking Ernst? What? Ich bin unschuldig. Und warum ziehe ich jetzt kein Hallucination, wenn ich es dann mal brauche? Oh, wow. Okay. Nein, ich wollte dir doch was zeigen. Nein. Nein, das war so traurig. Das war so traurig. Oh, ich habe ein Pack bekommen. Echt? Ja. Ich dachte, nee. Packs kriegt man gar nicht bei Freundschaft-Matches. Gut zu wissen. Ich habe noch eine Quest. Ich brauche noch 4 Tab Emperor Siege. Ist das so? Ja. Ohne mich, mein Freund. ich hatte tatsächlich gerade noch King Crush discovered und habe den mit dem anderen Donatsch auf 13-13 Charge gebufft. Nein, das wolltest du mir nicht wirklich zeigen, oder? Dann hättest du die Aufnahme direkt beenden können hier. Oh Mann. Wow. Okay, let's go. Also, merken, Minus und coming. Plus ergibt ganz viel Glück für Wolf und nicht für mich. Oh, wow, okay. Jaina versus Valera. Oh, interessant. Nicht. So, das sieht schon besser aus. Hahaha, witzig. Halluzination soll ich jetzt picken, oder was, Blizzard? Bitte tu es. Ja, weißt du, was das Schlimmste ist? Es ist tatsächlich der beste Pick. Ernsthaft? Ja. Boah, ist das schlecht. Ja. Wow, hat er einfach einen Mana verschenkt. Ich habe gerade einfach einen Mana verschenkt. Wow. Das ist so traurig. Aber was soll ich sagen, Leute? Soll ich Leeching Poison nehmen als Mage ohne Waffe? Kann man mal machen.
Muss man aber echt nicht. War das dein Turn 4? Krass, oder? Warum hast du keine Hallus mehr? Oder willst du die nicht benutzen? Ich habe keine, keine Hallus. Wow. Ich bin geistig klar im Kopf. Naja, darüber können wir jetzt nochmal diskutieren, ne? Aber wow. Geistig klar im Kopf. Wer denkt denn bitte von euch, dass er geistig klar im Kopf ist? Wir können darüber diskutieren, ne? Also, die Kommentare sind offen. Also. The Brotherhood shall. Oh. Oho. 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 Deswegen haben wir jetzt. Da hat der Mage aber was entdeckt. Einen Turn geskippt. Er ist halt schlecht. Wahrscheinlich hast du trotzdem so Sachen wie Backstab oder so im Deck. Oh, Shadow Strike. Way better. Wenigstens frisst du die 6. Da komme ich nicht drum zu. Tatsächlich nicht. Immerhin etwas. Sure. Combo Wombo. Ey, dein Ernst? Das ist natürlich geil. Oh, hat da jemand was von Combo gesagt? Oh nein. Oh nein. Dann mache ich das, oder? So many options. Aha. Wow. Haha. Haha. Ha. Blizzard. Habe gelacht. Hast du zweimal Hallucination bekommen, oder? Das wäre geil gewesen. Das wäre wirklich witzig. Oh, ich merke gerade, dass ich niemals mein Cardback geändert habe. Nope. Da war ja was. Evasion. Alles klar. Der Cardback ist aber auch schön, ganz ehrlich. Er ist so niedlich. Ey. Ja, guck mal, was ich hier für... Wer ist hier eigentlich der Rogue von uns beiden? Ja, offensichtlich ich. Okay. Ja, aber jetzt bin ich Slayer schon echt hübsch. Okay, das muss ich nehmen, das ist einfach zu lustig. Okay. Aber ich spiel's noch nicht. Ich dachte, jetzt hast du zumindest einen Jock bekommen. Das geht genau, das? Genau, von mir Opponents Class, das geht. Na. Oder nein? Natürlich, Opponents Class, ich bin Mage, du kannst Jock ziehen. Ja, aber Jock ist keine Mage-Karte, Jock ist neutral. Warum eigentlich? Damit alle seine Wunder betrachten können und nicht nur Mages. Das stimmt, das akzeptiere ich nicht.
Aber ich habe sowas Ähnliches wie Jock bekommen, wenn das hilft. Servant of Yogg-Saron wenigstens. Nein. Nein, sag ich. Viel besser. Ja, genau. Das ist einfach so in deinem Deck drin noch. Ja. Und da kommt ein Sludge-Belcher raus? Ist dein Ernst? Göttlich wild. Was zum Teufel? Fantastisch. Kannst du ja ein Weißbein Slayer spielen, du bist doch Rogues. Kann ich nicht mehr warten. Okay, das ist wirklich gut. So, und dafür war das Evasion. Den Mini-Jog. Ah, ich verstehe. Das ist immerhin sogar ganz gut, theoretisch. Theoretisch, praktisch, liegt da ein Sludge-Belcher aus dem fucking Firelands-Portal. Ja. Ey, hättest du nicht wieder... Nee, das geht ja gar nicht. Aber so eine Linessa oder so, wie damals, das war schön. War es das schön, ja? Die aus dem Spiteful kam, da träume ich heute noch von. Wunderschön war das. Super. Wie er sich hier durchkombot, ne? Das ist unglaublich. Das ist echt geil. Für das, dass man damit überhaupt nicht im Deck startet, kann man hier ganz schön Combo-Bombo machen. Unglaublich. Ach, Shifting through Gold and Downer. Potion. Aha. Und dann? Das weiß ich noch nicht, aber das sehen wir gleich. No! No! Ja, zumindest ein bisschen Damage von Bord genommen. Oh. Das ist aber nett. Oh. Hä, warum war das gerade auf null? Keine Ahnung. Hä, hey, warum stand der Schleim gerade 0-2 und plötzlich 2-2? What the fuck? Oh. So, jetzt nochmal so eine Volcanic Potion, wa? Was ist das denn jetzt? Ja, so eine Volcanic Potion wäre auch schön gewesen. Oh. Ich kann dich leider nicht baiten. Oh Mann, ich wollte eigentlich was viel cooleres machen. Ich habe das extra hier mit der Karte vorbereitet. Oh, nie Glück, ey. Nie Glück, sagt der, der gerade gewonnen hat, weißt du? Wow, und der sogar schon fucking zweimal gewonnen hat, der jetzt 2-0 vorne steht. Ich krieg irgendwie Flashbacks gerade. So, Valentinstag und so, 2-0 vorne. Das wird dann zu einem 3-0 vorne. Ja, toll. Was soll ich machen? Unschuldig. Okay, gucken, was dabei rauskommt. Okay, guck mal, was dabei rauskommt. Bär, das wird wieder ein Mirror, ne? Nee, das wird kein Mirror, safe nicht. Also sagte wenn du Warrior oder Warlock nimmst. Oh Gott. Oh Mann. Safe nicht. Das wird kein Mirror, safe nicht. Wenn du safe nicht willst, dann musst du Warrior oder Warlock nehmen, weil ich die niemals freiwillig spielen würde. Ja, aber Warlock kann ich dir jetzt zum Beispiel gar nicht antun. Ich will dich ja nicht verletzen. Mm. Sagt er, nachdem er mir schon 10-mal das Herz rausgerissen hat. Was? Mindestens. Was? Ich dir? Ja. Das soll ich dich nochmal an Valentinstag erinnern? Dafür habe ich ganz andere schöne Dinge gemacht. Das ist eine Lüge. Wow. Alles klar. Also, ja, weiß ich ja Bescheid hier. Okay, und all in. Alles klar. Das kann sicher kein Match Monka essen. Ich wollte zuerst Tyrande nehmen und dann dachte ich mir. Nee. Okay.
Okay. Ramp into nothing, oder? Doch kein Ramp. What the fuck? Gut, oder? Was ist das denn? Ich oh mein Gott. Ganz gut. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh mein Gott, wirklich? Okay, ich muss dich hier 4 Turns töten. Scheiße. Ist ja nicht so, dass wir in 4 Turns eh schon fast bei 10 Mana wären, ne? Aber. Ja, aber du hast dann 2x10 Mana. Ja, ich weiß. Bis dahin muss ich auch was Gescheites auf der Hand haben. Ja. Oh. Das könnte interessant werden. Interessant also. Fuck it. Oh. Let's go. Okay. Bitte hab kein Starfall. Bitte. Unterlass das. Unterlass das. Shit. Oh wow. Oh mein Gott, ich hoffe, das ist das richtige Play, ey. Oh Gott. Ich wusste, Feral Rage kommt. Ich wusste es. Oh wow. Du hast an der Tür geklingelt. Lass die Zeit mit deinem Ich mache einfach gar nichts. Habe ich coole Plays verpasst? Nee, ich schneide das alles raus. So, dann gibt's eigentlich für mich nur dieses Play. Aua. Und weiter pushen. Ich meine, du wirst jetzt 19 Mana in dem Turn spielen können. Das ist brutal. So viel habe ich aber gar nicht, um das irgendwie ausnutzen zu können. Also... Naja, wirst du gleich sehen, wenn du aus Halluzination irgendeinen sicken Drop kriegst. Und du musst es ja nicht jetzt machen, du kannst ja auch einen Turn später machen. Na, ich glaube, da ist was ganz Cooles, was ich machen kann. Nee, ich glaube, ein Turn später ist besser. Aha, genau. Geh weg. Vielleicht bait ich dich aber auch, ne? Hättest du mich auch nur. Autsch. So in der Tat nicht schlecht.
Dumm ist nur, dass ich mit dem 5-8er nicht angreifen kann. Der liegt da einfach nur. Stimmt, der ist ja tot. Oh. Sei denn, ich krieg irgendwas Cooles, was mir Armor gibt. Ja, genau. Schon, oh. Oder? Schon, ja. Kann man schon mal machen. 5-13er taunt. Du oh, hast schlecht. Einen 5-8er. Was soll ich damit, ey? Das Gute ist, ich krieg den weg. What? Achso, ja klar. Nee, eigentlich nicht. Außer du hast was Gutes. Nash. Das Gute ist, jetzt krieg ich den 5-6er sogar. Also, jetzt kann ich den sogar stimmt, schreiben. Ja. Frage, was will ich das? Eigentlich schon. Bleibt zumindest liegen. Aha. Wow. Kennst du Szenarios? Kenn ich. Ey, wo sind die ganzen Hallos? Ich dachte, das ist ein fucking Hallucination Brawl hier. Was soll das? Da finde ich auch komisch, dass sie tatsächlich normale Klassenkarten drin gelassen haben. Hätten sie nicht tun sollen. Wow. Nicht gut. Tun sollen. Nice Top Deck. Das Blöde ist, wenn ich jetzt angreife mit meinem Hero. Kann ich mit dem 5-1er nicht mehr angreifen. Aber stimmt. Traden will ich den auch nicht. Das ist eine Zwickmühle, ne? Oh, weil dann nehme ich einfach die 5 Damage ins Face und das kann ich mir überhaupt nicht erlauben. Shit's bad, die nehme ich eh ins Face, weil du Hero powerst. Oh. Als ob ich Hero power müsste. Wow, wie confident der einfach ist. Ich Hero Power müssen. Oh. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich muss den RNG-Göttern generell Jock oder Hallucination oder alles, was hiermit zu tun hat. Mal ein ernstes Wörtchen mit denen reden. Aber wirklich. Das geht so nicht. Ich kann nicht gegen jemanden, der nie Glück hat, konstant verlieren. Konstant, du sagst es. Ich fühle mich schon richtig schlecht, wenn wir jetzt hier aus innerhalb von 2 Wochen 6-0, das ist nicht okay, ey. Richtig schlecht. Wow. Als ob. Und dann ziehe ich noch nicht mal eine Hallo. Seit 3 Runden nicht. Stimmt, oh. Ja. Stimmt, ja. Ich glaube, die Zuschauer wollen noch mal wieder sehen, wie ich gewinne. Leute, ihr wollt bestimmt mehr Dealer haben, oder? Und ihr wollt sie bestimmt auch gewinnen sehen. Oh. Oh mein Gott, das wäre so witzig, wenn ich das machen würde, aber das tun wir nicht. Denn, als ob du dir witzig jetzt nicht erlauben kannst. Ich könnte schon, aber ich will dich Essen schicken. Von dem her ist das schon okay. Na, ich bin enttäuscht. I must safeguard. Wenn ich jetzt... Okay. Ich wollte gerade sagen noch, wenn ich jetzt kein Hallo mehr ziehe in der 4. Runde, 4-mal hintereinander, dann wäre ich echt. Boah. Oh, das war sehr passend. Wenn ich jetzt. Okay, lass mal das. Oh Gott. Ja, das war schnell over hier. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, ich komme wieder. So. Oh. Ja, so kann auch mal eine Folge von uns nur eine halbe Stunde gehen. Mann, deine Pizza war aber schnell da. Ja, voll schnell. Mega geil. Gut, dass ich so Gas gegeben habe. Dann kriegt Dila endlich was zu essen. Genau. Nur deswegen hat er das gemacht, weil er Rücksicht nimmt. Ja. Ja. Wow. Es ist mein Geschenk. Was denn? Ich werde immer nur gehasst. Ich bin sprachlos. Oh nein. Alter, wir wollen Dila nicht sprachlos machen. Ja, das war's. Ich leider. Ja, ich komme wieder. Leider für dich. Nein, für mich ganz bestimmt nicht. Verschränk da nicht die Arme. Nee.
Nee, nicht weinen. Ich komme gleich knuddeln. Ich muss mich jetzt erstmal ein halbes Jahr wieder in meinem Schneckenhaus verkriechen und weinen. Und danach komme ich vielleicht noch einmal. Wow. Ja. Leute, wollt ihr ein halbes Jahr auf Dila warten? Schreibt Nein in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.